herzlichst willkommen. Wir sind bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Wir haben die Sonne, die Venus und den Merkur im Löwen. Temperamentvoll, leidenschaftlich, bisweilen ein bisschen egozentrisch, selbstbewusst, stolz natürlich auch, sehr großmütig, Führungsqualitäten anspruchsvoll, ja, aber auch sehr liebenswürdig. Wir haben den Mond in den Fischen, Sensitivität, Einfühlungsvermögen, große Fantasien und Träume können da aufkommen. Neptun und Saturn befinden sich auch in den Fischen, aber rückläufig. Da geht es auf der einen Seite um das Miteinander mit anderen und deren Energien zurechtzukommen, aber sich auch um sein eigenes Wohlbefinden und die Gefühle zu kümmern bzw. Verbesserungen vorzunehmen. Gleiches gilt für den rückläufigen Pluto im Wassermann, der eben um Macht und Ohnmacht Themen geht, also wie man damit umgeht, was man verbessern kann. Natürlich ist damit verbunden ein großer Ehrgeiz, der durch die Löwe-Energie natürlich unterstützt wird, aber auch durch Jupiter und Mars in Zwillinge. Da haben wir die großartige Kommunikation, Wissen kann man sich aneignen. Man ist sehr darauf bedacht, voranzukommen. Mit dem expansiven Jupiter natürlich auch. Aufpassen sollte man bitte vor Übertreibungen. Da wäre ein bisschen Erdenergie nicht verkehrt. Wir haben Uranus im Stier, aber der hatte jetzt wirklich nur im Außen so ein bisschen Einfluss. Aber wir selber sollten das zumindest im Auge behalten, wie wir uns da geben und wie wir vorankommen. Wir haben auch zwischen Sonne und Mars eine Verbindung, dass man vielleicht auch einen Ausgleich braucht. Sport, Hobbys, irgendwas, wo man dann auch angestaute Aggressionen zum Beispiel loswerden kann. Ja, mir bleibt nur euch einen schönen Mittwoch zu wünschen. Viel Erfolg. Wir schauen uns das in den Karten an. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Sonne, Venus und Merkur wie gehabt im Löwen. Temperamentvoll, leidenschaftlich, ein bisschen egozentrisch, möchte gern gesehen werden. Der Mond ist allerdings in den Fischen, da ist man ein bisschen sensibler, sensitiv auch anderen gegenüber. Dabei helfen auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig, dass man sich erstmal auch auf seine Umgebung ein bisschen einstellt, aber auch auf seine eigenen Belange achtet. Und zwar nicht im Ego-Bereich, sondern dass es einem gut tut, dass man sich wohlfühlt und dass man eben auch mit anderen gut auskommt. Wir haben auch den rückläufigen Pluto im Wassermann. Ja, da kann es Macht und Ohnmacht geben. Die gibt es eigentlich immer irgendwo. Aber ich denke, heute ist das ein bisschen abgeschwächt. Vielleicht geht man auch viel freundlicher aufeinander zu, wenn es vielleicht gestern gekracht hat. Wir haben den Uranus im Stier, der ein bisschen Ruhe reinbringt, obwohl wir da keinen Einfluss haben. Aber eben auch Veränderungen finden statt, auch ohne unser Zutun. Wir haben Mars und Jupiter in Zwillinge, auch sehr vielseitig interessiert, wissbegierig und mit Jupiter natürlich auch sehr expansiv. Man will möglichst viel machen, aber da besteht halt die Gefahr, dass man sich ganz dezent übernimmt und dann gar nichts mehr hinbekommt. Deswegen sage ich das immer. Und auch natürlich ist man ehrgeizig und will gut dastehen und will was erreichen. Dagegen ist auch soweit nichts einzuwenden. Mars ist ja auch in den Zwillingen. Da ist man sehr gut unterwegs, was zu schaffen, auch mit Sonne in Löwe in Verbindung. Bis Montag noch. Das kann man nutzen, aber bitte übertreibt nicht. Ne? Ich denke, dass wir gut vorankommen, dass die Dinge laufen. Heute sonst keine weiteren Konjunktionen. Reicht ja auch erstmal, ne? Würde ich sagen. Wir schauen uns an, wie das heute am Mittwoch aussieht. Da ist die 9 der Münzen. 9 der Münzen ist immer auch, ich überlege mir den nächsten Schritt gut. Ich schaue mir an, wo ich stehe, was ich schon geschafft habe, wo ich hin möchte, was zu tun ist. Und ich ruhe mich aus. Ich schaue auch darauf, wie es mir geht und dass ich eben auch so ein bisschen meine Wunden pflege oder das, was ich brauche, Erholung, Schlaf, was auch immer das ist. Und dass ich eben jetzt nicht übertreibe. Das ist Pragmatismus, Erdenergie. Wir machen langsam, aber dadurch eher auch gut überlegt und ohne Fehler möglichst. Das ist auch Unabhängigkeit, Freiheit, ne? Single-Dasein. Wir haben die Königin der Stäbe. Das ist sehr schön. Das ist der Optimismus. Wir gehen daran. Wir wollen eben positiv an die Dinge rangehen. Wir wollen uns positiv sehen. Wir tun das, was wir können. Und wir krempeln auch die Ärmel hoch, wenn es notwendig ist. Die 9 der Schwerter, Ängste und Befürchtungen, aber auch Gespräche.
Da kann man natürlich wunderbar mit anderen darüber reden, was einen stört, was man vielleicht gerne verbessern würde. Ja, und das kann man auch, ich sag mal, so formulieren, dass man seine eigenen Bedenken zumindest so äußert, ne? Wir haben den Wagen Krebsenergie, ja, du bist in der Spur, du bist weiter erfolgreich. Ich wünsche dir das auch von Herzen. Und ich hoffe, dass du eben auch so ein bisschen, ich sag mal, die Masse der Möglichkeiten eben auch aussortierst und dir wirklich nur das Beste raussuchst und dich nicht übernimmst, dann läuft das auch weiter gut. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024, und ich hoffe, du hast den gestrigen Tag auch gut überstanden. Ja, wir haben heute ein bisschen ruhigere Energien. Wir haben natürlich weiterhin Sonne, Venus und Merkur im Löwen. Da ist weiterhin Temperament, Stolz, Hochmut ein bisschen auch dabei, aber auch Großzügigkeit und Entgegenkommen. Ja, auch Führungsqualitäten natürlich. Der Mond ist in den Fischen. Das sorgt dafür, dass man nicht nur auf sich selber achtet, sondern eben auch auf andere. Insgesamt jetzt nicht nur auf dich bezogen. Das ist auch sehr schön. Wir haben ja Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Da achtet man sowohl auf die anderen als auch auf seine eigenen Dinge oder Bedürfnisse, Gefühle, Bauchgefühle und so weiter. Das ist auch wichtig. Du hast als Stier den Uranus im eigenen Zeichen. Du kannst immer noch an Dingen, die dir nicht so gefallen oder an Veränderungen, die stattfinden, so ein bisschen herumschrauben. Das geht im Rahmen deiner eigenen Möglichkeiten, klar. Und wenn du das kannst, warum solltest du es nicht tun? Wir haben aber auch den Uranus, wie gesagt, als Veränderer. Das heißt, er kann auch Veränderungen bringen, auf die wir keinen Einfluss haben. Zusätzlich haben wir den Pluto im Wassermann rückläufig. Der hat ja auch gestern eine große Rolle gespielt. Und der, ja, pocht immer auch auf seinem Recht und will sich auch durchsetzen und so weiter, ist natürlich auch sehr strebsam und sehr ehrgeizig. Das Gleiche gilt für den Jupiter in Zwillinge und den Mars in Zwillinge. Da haben wir noch die Kommunikation sehr stark, das Wissen, das man sich aneignen kann, das kann man tun. Man soll sich nur nicht zu viel aufladen, ja, weil sonst kommt man nicht von der Stelle. Und da ist natürlich eine Menge Ehrgeiz auch drin, auch mit der Löwe-Energie und so, ne? Aber gefühlvoll, sensitiv, bitte auch auf sich selber achten. Und du als Stier hast ja hoffentlich auch weiterhin die Ruhe weg. Wir schauen uns an, was wir heute an diesem Mittwoch für den Stier haben. Disziplin, du arbeitest diszipliniert mit Kraft an deinen Dingen. Wir haben die Veränderung, die Transformation. Ich sagte, du kannst im Kleinen auch ein bisschen was mitschrauben. Wir haben auch etwas fertigstellen, etwas zu Ende bringen. Ja, vielleicht ist das eine Arbeit, vielleicht ist das ein Job, irgendwas, wo du sagst, so, diese Veränderung ist jetzt abgeschlossen. Wir können uns jetzt anderen Dingen widmen. Da haben wir die Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge. Und ich denke, dass du eben auch mit dieser Energie dich mehr und liebevoll deinem Privatleben oder anderen Dingen, die dir wichtig sind, widmest, aber natürlich auch dem Zwischenmenschlichen, ne? Gerade wenn man auch zum Beispiel als Team irgendwas fertiggestellt hat oder eine Veränderung, ich sag jetzt mal, angenommen und bearbeitet hat, dann darf man auch mal feiern, dann darf man auch mal den Moment genießen, wo man damit zurechtkommt und wo man dann eben auch, ja, gemeinsam so ein bisschen feiert, dass man gewisse Veränderungen auch überlebt hat, hätte ich beinahe gesagt. Aber es geht darum, dass man sich eben auch gegenseitig so ein bisschen auf die Schulter klopft. Hammer gut gemacht und so, ne? Und liebevolle Fürsorge bedeutet auch natürlich, dass du dir Ruhe gönnst, Entspannung und auch, wie gesagt, gute Gespräche mit anderen. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024, und ich hoffe, dass du den gestrigen Tag gut überstanden hast. Wir haben weiterhin die Sonne, die Venus und den Merkur im Löwen. Temperamentvoll, leidenschaftlich, sehr stolz, ein wenig egozentrisch, aber auch sehr großzügig und entgegenkommt. Mit dem Mond in den Fischen sollte das kein Problem sein. Also man ist da auch ein bisschen sensibel, sensitiv, was andere betrifft. Nicht zuletzt auch wegen Saturn und Neptun rückläufig in den Fischen.
Da achtet man darauf, dass es einem selber gut geht, aber auch im Umfeld, was da los ist. Als Zwilling hast du natürlich den Jupiter und den Mars im eigenen Zeichen. Das sind großartige Energien, die dich antreiben, aber bitte nicht bis zur Selbstaufgabe. Es ist immer wichtig, ein gesundes Maß einzuhalten, sich nicht permanent zu überfordern und auch nicht zu viel zu versprechen. Wir haben zwischen der Sonne in Löwe und dem Mars in Zwillinge auch die Energie, dass man gut vorankommt in seiner Arbeit. Und da würde ich auch ansetzen, dass man dann auch mal zwischendurch eine Pause macht, damit man wieder Freude daran hat und damit man auch genießen kann. Wir haben zudem natürlich den rückläufigen Pluto im Wassermann. Macht- und Ohnmacht-Themen, vielleicht ist das gestern irgendwo auch so ein bisschen eskaliert, kann sein, muss aber nicht. Das ist ein Thema, was auch jeden Tag sicherlich wieder zur Sprache kommt in irgendeiner Form. Und da sollte man immer auch selber überlegen, was man da besser machen kann. Ja, wir haben Uranus im Stier, der bringt Veränderungen, langsam, pragmatisch. Da kann man auch nicht eingreifen als Zwilling, aber man sollte es zumindest wahrnehmen. Ja, wir haben sonst Gott sei Dank heute keine Aspekte und wir schauen uns an, was wir für die Zwillinge heute haben. Geduld. Geduld ist etwas, was du nicht gerne hörst, aber was du sicherlich in der Vergangenheit schon öfter praktiziert hast. Das ist der Erfolgsgarant. Positive Entwicklung. Durch Geduld kommt sehr viel Positives auf dich, denn du bist auch, glaube ich, erschöpft. Du hast dir sehr viel zugemutet. Vielleicht ist es auch einfach anstrengend, gegen seine eigene Natur immer voranzustürmen, anzugehen, sich selber so ein bisschen ja zu disziplinieren und zu schauen, dass man bloß nicht übertreibt und so. Gönn dir ruhig mal ein bisschen Ruhe. Wir haben den Mond. Es kann auch so ein bisschen mit der Energie von Mond in Fische, dass du gefühlsmäßig da so ein bisschen zu kämpfen hast. Aber das heißt nicht, dass das jetzt irgendwas ist, was dich lange beschäftigen muss. Es hat einfach die Arbeit und das alles hat seinen Tribut gezollt. Vielleicht hat es auch was mit gestern zu tun, mit dieser Energie, dass man da schwere Auseinandersetzungen oder Gespräche oder irgendwas geführt hat. Gönn dir die Ruhe, ja? Es ist wichtig, dass man auf sich Acht gibt, ne? Weil sonst kommt man nachher nicht mehr so richtig hoch. Wir haben die Geduld, also alles wird gut, wenn du Geduld hast mit dir und auch ein bisschen mal dir was gönnst. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Mit Sonne, Venus und Merkur im Löwen. Weiterhin temperamentvoll, leidenschaftlich, ein bisschen egozentrisch, aber natürlich auch sehr großzügig, stolz, ja, und hat auch Führungsqualitäten. Und ja, wir haben ja auch den Mond in den Fischen. Sensibel, sensitiv, einfühlsam. Das zusammen kann natürlich auch die Dinge sehr angenehm machen, auch für dich als Krebs. Neptun und Saturn sind sowieso in den Fischen rückläufig. Da geht es nicht nur darum, zu erkennen, was im Außen stattfindet, auch was in dir vorgeht, wie du dich da eben auch, ich sag mal, um deine Bedürfnisse kümmern kannst. Deine Intuition hast du ja sowieso immer dabei. Also du weißt auch schon ziemlich gut, was gut für dich ist und was nicht so. Wir haben zudem den Pluto im Wassermann rückläufig. Das hat ja gestern auch eine Rolle gespielt. Macht- und Ohnmacht-Themen können immer mal wieder aufflammen. Der Uranus im Stier ist auch da. Du bist eins der wenigen Sternzeichen, die da auch Einfluss nehmen können, wenn Veränderungen stattfinden, noch etwas fein zu justieren, zu verbessern, sich da eben auch einzubringen und dann auch zu schauen, was man da noch für sich herausholen kann oder verbessern kann. Ja, also das ist durchaus auch möglich. Und ja, solltest du dann auch tun. Wir haben Jupiter und Mars in den Zwillingen, sehr kommunikativ, sehr gesprächig, natürlich auch sehr ehrgeizig. Ja, Mars ist sehr kämpferisch und Jupiter ist sehr expansiv. Und die Zwillinge-Energie ist ja sehr vielseitig. Alles wissen wollen, alles tun wollen, ja. Und man muss da ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel zusagt oder verspricht und dass man da auch nicht irgendwie vor den Karren gespannt wird. Auch du als freundlicher, liebevoller Krebs. Wir schauen mal, was heute Mittwoch so anliegt. Du kommst gut voran mit der Herrscherin, das ist sehr schön.
Wir haben aber auch eine Enttäuschung, irgendwas klappt nicht. Das muss nicht heißen, dass jetzt unbedingt da Drama passiert, aber es kann durchaus sein, dass irgendetwas irgendwie nicht so richtig funktioniert. Vergangenheit, irgendwie ein Fehler aus der Vergangenheit kommt wieder auf oder irgendwas wird erkannt aus der Vergangenheit. Ich denke trotzdem, dass du da gut mit klarkommst. Wir haben die Königin der Kelche, bedeutet, du kümmerst dich darum. Also entweder nimmt jemand aus der Vergangenheit Kontakt zu dir auf oder jemand sagt, du hast mal das und das gesagt oder so. Und das wird geklärt. Liebevolle Energie, freundliches Entgegenkommen. Man räumt da direkt mit auf. Das ist auch gut so. Wird aus der Welt geschafft. Kann auch natürlich sein, dass du als Krebs irgendwas verstanden hast, ne? Und dann frag nach. Frag ruhig nach. Ich denke, die Klärung wird direkt erfolgen. Und so ist man dann auch dabei, die Dinge, ich sag mal, in ruhigere Fahrgewässer zu bringen. Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge, vielleicht braucht doch jemand deine Hilfe oder du fragst jemanden um Hilfe, alles möglich. Und ich denke, dass das hier nicht so dramatisch ist. Es ist vielleicht nur kleiner Fauxpas, Missgeschick, jemand hat was Falsches gesagt oder so. Also lass dich davon nicht irritieren. Es wird ein, denke ich, sehr erfolgreicher Tag für dich. Viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Und wir haben natürlich weiterhin Sonne, Venus und Merkur in deinem Zeichen. Als Löwe bist du sehr stolz. Du bist sehr darauf bedacht, eben die Dinge am Laufen zu halten. Du bist sehr anspruchsvoll, das weißt du auch selber, ja. Das kommt für andere manchmal auch ein bisschen egozentrisch rüber. Sie mögen dich alle, so ist das nicht, aber man muss immer auch ein bisschen aufpassen, gerade wenn so geballte Löwe-Energie da ist oder wie gestern auch mit Wassermann-Energie, dass man da eben nicht total übers Ziel hinausschießt. Heute ist das ein bisschen ruhiger. Wir haben den Mond in Fische, da geht man liebevoll aufeinander zu, fügt sich auch so ein bisschen ein oder fühlt mit. Das ist schon mal sehr schön. Wir haben dann auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Da kümmert man sich auf der einen Seite natürlich ums Außen, aber vor allen Dingen auch darum, wie es einem im Inneren geht, ja. Und dass man da auf seine Bedürfnisse achtet, wie ich sagte, nicht mit Ego, sondern eben, dass es einem gefühlsmäßig gut geht und dass man da auch, ich sag mal, eine gute Verbindung zu den anderen hat. Ja, wir haben Pluto im Wassermann immer noch rückläufig, ja, der ist jetzt heute Gott sei Dank nicht in einer Konjunktion, kann aber natürlich immer noch Macht- und Ohnmachtthemen hervorbringen und da kann man selber auch immer schauen, wie man das vielleicht auch ein bisschen optimieren kann. Das ist nicht verkehrt. Schön ist natürlich, dass du mit Mars und Jupiter Zwillinge-Energie hast, die Kommunikation stärkt, den Austausch miteinander. Es fördert natürlich auch den Ehrgeiz und das Vorankommen wollen. Wir haben ja die Verbindung Sonne-Mars, ja, wo man eben auch gut vorankommt. Aber denk dran, immer auch Pausen einzulegen, nicht zu forsch vorzugehen und auch nicht zu viel zu versprechen oder versprechen zu lassen, ja, dass man da eben ein gesundes Maß findet. Uranus ist weiterhin im Stier, hast du leider keinen Einfluss drauf, aber der kann auch die eine oder andere Überraschung parat haben. Was haben wir jetzt heute für den Löwen? Eigenliebe. Du achtest sehr darauf, dass es dir gut geht. Davon profitieren im Endeffekt natürlich nachher auch die anderen. Liebevolle Energie. Wir haben aber eine gewisse Unzufriedenheit. Irgendwas läuft da nicht ganz rund. Und der Ritter der Schwerter. Das kann natürlich sein, dass irgendetwas passiert, irgendetwas ist oder vielleicht auch, ja, man bedauert, dass man nicht mehr Einfluss hat als Löwe hier in irgendeiner Situation. Vielleicht ist auch jemand anderer nicht so happy. Und Ritter der Schwerter kann zumal ein Geschehen sein, aber es kann auch kopfloses Handeln sein, was nicht so optimal wäre. Also wenn man völlig, ich sag mal, explodiert zum Beispiel oder so, es wäre nicht so gut. Neun der Kelche, ja, Wunscherfüllung. Man versucht eben, denke ich mal, gefühlsmäßig auf andere zuzugehen, sich mit anderen zu arrangieren. Wir haben aber in beiden Fällen, ob wir jetzt die beiden nehmen oder die beiden nehmen, immer als Schlusslicht die fünf der Kelche. Da ist irgendwas mit Bedauern drin, dass man
irgendwas vielleicht nicht erreicht, nicht schafft, denk dran, du kannst es nicht erzwingen. Bleibe entgegenkommend, gefühlvoll, bleib ein guter Teamplayer, ja, und fühle auch ein bisschen mit den anderen, dass die genauso, sage ich mal, vielleicht das gerne hätten und mitwirken würden oder helfen würden. Aber es scheint nicht ganz so zu funktionieren wie vorgestellt. Trotzdem kann es natürlich etwas Positives bewirken, wenn man aufeinander zugeht. Also viel Erfolg dabei. Wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Sonne, Venus, Merkur wie gehabt im Löwen. Und da ist natürlich auch ein gewisser Stolz drin, Temperament, Leidenschaft, Ego, klar. Aber auch Großzügigkeit, Entgegenkommen und auch mit dem Mond in Fische Sensitivität, Einfühlungsvermögen. Also nicht so wie gestern, so ein bisschen dramatisch. Ich hoffe, das hast du auch gut überstanden. Sondern jetzt ein bisschen gefühlvoller und kameradschaftlicher, würde ich es einfach nennen. Wir haben auch Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Ja, gut für dich auch als Jungfrau. Auf sich selbst gut Acht geben, aber auch im Außen achtsam sein, ja, was um einen herum passiert. Das kann einem manchmal helfen, auch in Situationen, ich sag mal, was man machen kann und was nicht. Wir haben Uranus im Stier. Bei Veränderung kannst auch du als Jungfrau ein bisschen mitwirken, ja, im Rahmen deiner Möglichkeiten, also im kleinen Rahmen natürlich, ne. Wir haben des Weiteren natürlich den Pluto im Wassermann immer noch. Macht und Ohnmacht-Themen können jeden Tag aufs Tablett kommen, absolut. Aber nicht so wie gestern, wo es vielleicht ein bisschen dramatisch hergehen konnte. Wir haben dazu natürlich auch die Zwillinge-Energie. Wir haben Jupiter und Mars in den Zwillingen. Kämpferischer Mars und sehr expansiver Jupiter mit der sehr vielseitigen Energie von Zwillinge. Da muss man selber auch so ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht übernimmt, zu viel zusagt oder sich auch von Dingen und Menschen zu viel verspricht. Ja, da muss man ein bisschen sich selber da beobachten und vielleicht auch so ein bisschen Einhalt gebieten. Wir haben eine Verbindung zwischen Sonne in Löwe und Mars im Stier. Man kommt gut voran, aber denk auch bitte dran, liebe Jungfrau, auch zwischendurch Pausen zu machen, so wie das vorher mit Mars im Stier der Fall war, nicht zu übertreiben und wirklich auch mal ja, tief durchzuatmen und sich neu aufzustellen. Wir haben heute am Mittwoch die 5 der Kelche. Da ist das Bedauern, dass irgendwas nicht geklappt hat, dass man nur in seinem Rahmen irgendwas machen kann. Aber da kannst du was machen. Wir haben ja auch den Uranus. Wir haben die 10 der Kelche, sehr viel Gefühl, Sensitivität, Einfühlungsvermögen und Verwirrung. Natürlich hat Neptun immer auch wieder so ein bisschen, dass man damit zu kämpfen hat oder sich nicht sicher ist. Aber viel Gefühl bedeutet ja auch, naja, ich kann es nicht erklären, es ist halt da. Ja. Aber du hast wunderschöne Intuition. Deine Intuition ist deine Stärke in Bezug auf das, was du eben auch empfindest. Du kannst dich darauf einstellen, vielleicht musst du ein bisschen genauer reinfühlen, ja, dir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Deswegen sage ich ja, mach zwischendurch Pausen und fühl dich in eine Sache ein oder in eine Situation oder was Zwischenmenschlichem. Mach langsam, ja, nicht übertreiben und auch nicht zu schnell irgendwas entscheiden. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Weiterhin Sonne, Venus, Merkur im Löwen, Temperament, Leidenschaft, ein starkes Ego, ein großes Selbstvertrauen, aber auch ja, ich sag mal, Führungsqualitäten und natürlich auch sehr wohlwollend, also auch positive Energie natürlich. Als Waage weißt du ja, dass du mit der Löwe-Energie immer auch sehr hohe Ansprüche generierst. Also da muss man sich selbst ein bisschen bremsen, gegebenenfalls, damit man nicht zu sehr enttäuscht ist. Weil wenn man hohe Erwartungen hat, wird man natürlich dann auch schnell enttäuscht. Der Mond befindet sich in den Fischen, gefühlvoll, sensitiv, einfühlsam. Das kann auch nicht schaden, so im zwischenmenschlichen Bereich. Wir haben ja auch Neptun und Saturn in den Fischen. Und da geht's, die sind rückläufig übrigens, und da geht's auch darum, dass man eben nicht nur auf seine Mitmenschen achtet, sondern auch darum,
sich schert, wie es einem selber geht, wie man mit Dingen klarkommt, wie man die findet und dass man das nicht ganz außen vor lässt. Das ist auch gut so. Das hat jetzt nichts mit dem Ego zu tun. Es geht um das Wohlbefinden, das Wohlwollen, die Sympathien und auch die Antipathien, dass man das mit einsetzen kann. Jetzt hast du auch großartige Energien mit Mars und Jupiter in Zwillinge. Zwillingenergie ist auf der einen Seite sehr wissbegierig, sehr kommunikativ und auch bisweilen sehr vielseitig und zwar manchmal auch zu vielseitig, das weißt du vielleicht auch. Und da kann man sich sehr leicht verzetteln. Und wenn man sehr großen Ehrgeiz hat mit der Löwe-Energie, mit der Wassermann-Energie, wir haben ja auch noch den rückläufigen Pluto im Wassermann, Macht- und Unmacht-Themen mit der Zwillinge-Energie und dem expansiven Jupiter, da muss man schon auch sich ganz schön im Griff haben, um da nicht, ich sag mal, zu euphorisch zu sein oder zu nervös zu werden, wenn gute Dinge passieren, sondern auch ein bisschen wählerisch im Sinne von, was ist jetzt wirklich gut für mich? Also da darf ich natürlich nicht nur nach dem gehen, was mir gefällt, sondern was mich auch tatsächlich weiterbringt. Also ein bisschen Ruhe bewahren ist schon wichtig. Wir haben auch gute Energien zwischen der Sonne im Löwe und dem Mars in den Zwillingen. Das bedeutet, dass man eben gut vorankommt, aber auch da, wie ich das vorgeschlagen habe, sich so ein bisschen an der Mars im Stier-Energie orientiert und ein bisschen Ruhe auch zwischendurch sich gönnt, überlegt, bevor man Entscheidungen trifft und auch mal Abstand gewinnt zu diesen Dingen. Das ist so mein Tipp für dich. Du musst das natürlich selber entscheiden, ob du das wahrnimmst oder nicht. Wir haben zum Glück heute keine wilden Konfigurationen mit den Sternen. Wir schauen mal, wie es heute aussieht. Wir haben auch hier die Herrscherin. Das ist sehr schön. Da läuft es, da kommst du gut voran. Eine gewisse Unzufriedenheit ist trotzdem da. Also vielleicht läuft nicht alles so rund. Wir haben hier die Erschöpfung, die 9 der Stäbe. Das hatten wir heute schon mal. Ich glaube bei den Zwillingen, wenn ich mich nicht irre. Es geht darum, dass man, wenn man merkt, dass man sich verausgabt hat, dass man bitte auch versucht, sich da ein bisschen Ruhe zu gönnen. Also nicht zu übertreiben, sich nicht zu überfordern. Weil sonst hat man wirklich keinen langen Atem und hält das auch nicht lange durch. Vielleicht hast du da auch sehr viel investiert und dich eingebracht und so. Jetzt gilt es auch mal ein bisschen Ruhe zu haben. Der Fokus sollte darauf liegen, wirklich noch ein paar Dinge zum Abschluss zu bringen und dann wirklich auch ein bisschen runterzufahren mit der Energie oder mit dem Überarbeiten. Vielleicht hast du ja auch bald Urlaub oder bist schon im Urlaub. Es geht darum, sich wirklich auch mal Ruhe zu gönnen und auch nicht zu viel im Privaten wahrzunehmen, sondern wirklich mal ein bisschen kürzer zu treten und einfach mal sich um sich selbst zu kümmern. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg, eine schöne Zeit und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024 und ich hoffe, der gestrige Tag hat gut funktioniert und du bist damit zurechtgekommen. Vielleicht ist ja auch gar nicht so viel passiert, aber Vorwarnung ist immer besser, als wenn man hinterher das Nachsehen hat. Wir haben auch weiterhin die Sonne, die Venus und den Merkur in Löwe. Da bleiben diese Energien gleich, also Temperament, Leidenschaft, Stolz, ein bisschen Hochmut, ein bisschen Egozentrik, ja, aber auch sehr wohlwollend und natürlich Führungsqualitäten. Der Mond befindet sich in den Fischen, das ist auch sehr schön, das bedeutet, dass man sehr gefühlvoll, sensitiv ist und dass man sich eben auch um die anderen schert und auch um die Gemeinschaft kümmert, also miteinander klarzukommen. Neptun und Saturn in den Fischen, da geht es auch darum, aber vor allen Dingen auch darum, wie es dir selber geht, wie du selber damit zurechtkommst, wie du dich fühlst, was gut ist, was du verbessern kannst. Uranus im Stier hilft dir, kleine Veränderungen vorzunehmen, wenn du das brauchst, ja. Und das solltest du dann auch tun, wenn es möglich ist. Wir haben zudem natürlich den rückläufigen Pluto noch im Wassermann, ist Gott sei Dank heute nicht in so einer Konstellation wie gestern, aber kann auch im Kleinen natürlich Macht- und Ohnmacht-Themen nach vorn bringen und wirkt natürlich auch beflügelnd, was den Ehrgeiz betrifft. Da musst du dich auch ein bisschen zügeln als Skorpion.
Denn wir haben mit Jupiter und Mars natürlich auch die Zwillinge-Energie, die auch nach vorne drängt und möglichst viel machen will. Sehr viel Kommunikation kann da stattfinden. Man hat die Power, man will da auch was erreichen. Aber man sollte ein gesundes Maß wählen. Also da eben auch schauen, dass man sein Wohlbefinden dabei nicht zu kurz kommen lässt. Ja, expansiv auch mit Jupiter, klar, man möchte was erreichen, soll man ja auch, aber mit Ruhe und Überlegung geht das eben auch. So, wir haben zwischen Mars in Zwillinge und Sonne in Löwe auch eine gute Verbindung. Man kommt ja auch gut voran. Deswegen muss man sich ja nicht ständig überfordern. Ne? Was haben wir heute für den Skorpion? Da ist die 7 der Stäbe. Da ist so eine gewisse, vielleicht auch Sturheit drin, aber auch für seine Belange einzustehen. Man steht vor einer Entscheidung, ja, und wir haben die 7 der Kelche. Das sind die hohen Erwartungen. Jetzt haben wir eine 2 der Stäbe und eine 7 der Stäbe. Hier ist nämlich auch zusammen die 9 der Stäbe. Und das bedeutet, du musst selber auch überlegen, ob du aufgrund deines Ehrgeizes auf der einen Seite vielleicht, sagen wir mal, dir zu viel zumutest oder ob du vielleicht auch besser darauf achtest, dass es dir gut geht und dass du das auch langfristig durchhältst. Das ist vielleicht so eine Abwägungssache. Wir haben das Ass der Kelche, wie es dir geht. Es geht vor allen Dingen darum, wie es dir geht, nicht wie es den anderen geht. Und mit den 7 Kelche, hohe Erwartung natürlich, aber mit dem 1 Kelch auch die 8 der Kelche. Du bist offen für Neues, aber du solltest trotzdem natürlich als wichtiges Argument auch dein Wohlbefinden damit einbeziehen. Ja, also nicht nur Geld und Karriere und gutes Ansehen, sondern eben auch, wie du dich fühlst und wie du auch gewisse Dinge langfristig durchhältst. Ja, das heißt nicht, dass ich dir das nicht zutraue, sondern dass du einfach dich nicht permanent im Stress befinden solltest. Aber entscheiden musst du das natürlich selbst, das muss nicht heute sein, das kann in naher Zukunft sein. Überlege dir, was dir gut tut und wo du dich auch gefühlsmäßig gut aufgehoben fühlst. Einen schönen Mittwoch wünsche ich dir, wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute beim Mittwoch, 24. Juli 2024, Sonne, Venus, Merkur, wie gehabt, im Löwen. Jetzt haben wir Gott sei Dank nicht solche Konstellationen wie gestern, aber wir haben natürlich Löwe-Energie, Temperament, Leidenschaft, Stolz, ein starkes Selbstvertrauen und ein ausgeprägtes Ego. Trotzdem natürlich wohlwollend, ja, und auch sehr auf, ja, sich selbst auch präsentieren bezogen, vor allen Dingen die Energie jetzt, ne? Mit dem Mond in Fische ist man sehr sensitiv, gefühlvoll und stellt sich auch auf andere ein, ja. Dazu kommt natürlich Neptun, Saturn in den Fischen rückläufig. Für dich auch immer so ein Rundumblick, was läuft gut, was kann man verbessern und so weiter. Und darum kannst du dich auch als Schütze natürlich kümmern. Auch mit dem Temperament und der Leidenschaft, die natürlich auch im Löwen vorhanden sind. Ja? Auf dich selbst gut Acht geben, aber auch natürlich auf deine Mitmenschen. Wir haben Uranus im Stier. Bringt auch die ein oder andere Veränderung, hast du leider keinen Einfluss drauf. Wir haben selbstverständlich noch die Zwillinge-Energie, mit der du auch gut zurechtkommst. Wir haben Jupiter und Mars in Zwillinge. Da ist sehr viel Wissbegieren drin, da ist auch natürlich gute Kommunikation, der Austausch ist wunderbar. Man kann aber auch übertreiben. Da muss man eben auch als Schütze drauf aufpassen, dass man da nicht über die Stränge schlägt. Das hatten wir gestern extrem. Wir haben ja auch weiterhin den Pluto im Wassermann rückläufig, aber jetzt nicht mehr so stark verbunden. Trotzdem birgt das natürlich den Wunsch, den Ehrgeiz, irgendwas zu leisten, voranzukommen. Die Sonne und der Mars stehen auch in guter Verbindung. Man kommt auch gut voran, aber man muss ein gesundes Maß finden. Das war eben auch mein Hinweis darauf, sich so ein bisschen an den Mars in Stier zu erinnern. Ne? Da eben auch Pausen einzulegen und zu überlegen, wie soll es denn jetzt wirklich weitergehen? Was tut mir auch gut? Wir haben den König der Schwerter. König der Schwerter ist Klarheit und Wahrheit. Keine, ja, ich sag mal, Hemmnisse, irgendwas zu sagen, zu beleuchten. 10 der Schwerter, das sind die Erfahrungen, die man gemacht hat. Und die 5 der Stäbe. Also wirklich zufrieden sieht das nicht aus, ja. Man möchte eine Lösung finden für Dinge,
die einen beschäftigen, die einen belasten. Man möchte raus vielleicht aus alten Gewohnheiten, aus alten Gegebenheiten, aus alten Situationen. Ratschlag holen vielleicht, aber vielleicht geht es auch darum, dass man die Dinge, die man erlebt hat, mit jemandem bespricht. Mit den 5 der Stäbe bist du dir nicht so ganz sicher, wo du wirklich hin willst. Und dazu brauchst du auch noch sehr viel Ruhe und Entspannung und vielleicht auch noch viele gute Gespräche, um herauszufinden, wie du zum Beispiel eine Situation zu deinen Gunsten verändern kannst, auch unter Mithilfe anderer. Ich finde es gut, dass du jetzt nicht hier versuchst, krampfhaft irgendwas durchzusetzen. Das liegt aber sicherlich auch daran, dass du momentan ein bisschen verunsichert bist, weil viele Möglichkeiten da sind, aber du nicht weißt, was die richtige für dich ist. Und deine Erfahrungswerte sind ja auch so, dass du eben auch schon mal negative Erfahrungen gemacht hast, auf die du gerne verzichten möchtest in der Zukunft. Deswegen ist es gut, sich damit auch Zeit zu lassen, ja. Also ich denke, Gespräche und Austausch mit anderen findet statt, aber man ist noch nicht so weit, dass man sagt, jetzt oder nie, jetzt mache ich einfach irgendwas. Also so kopflos, wie das mit der Zwillinge-Energie ist, so gehst du nicht daran. Ich denke, dass du auch überlegst und erstmal so ein bisschen Ruhe gewähren lässt. Ich finde das gut, ich wünsche dir viel Erfolg dabei und wir sehen uns morgen wieder. Herzliches Willkommen, mein lieber Steinbock. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Sonne, Venus, Merkur immer noch im Löwen. Nicht so wie gestern, Gott sei Dank. Wir haben aber Temperament, Leidenschaft, ein großes Ego, sehr viel Stolz. Ja, auch gesehen und gehört werden wollen. Da ist ja auch nichts gegen einzusetzen. Da ist auch sehr viel Wohlwollen drin und Stärke. Der Mond befindet sich in den Fischen, sehr schön auch für dich. Du hast ja von der Krebsenergie bisher schon sehr gut profitiert. Und ich denke, du bist auch so auf der Gefühlsebene ganz gut dabei. Auch mit Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig. Also nicht nur auf das Äußere achten, also auf die Menschen um dich herum, sondern auch, wie es dir selber geht, was gut für dich ist und was du verändern möchtest gegebenenfalls. Wir haben Uranus im Stier, der auch natürlich hilft, dass du auch kleine Verbesserungen vornehmen kannst, schon im kleineren Rahmen. Und das ist auch gut so. Wir haben natürlich weiterhin den Pluto im Wassermann, ja, der auch rückläufig ist und auch Macht- und Ohnmacht-Themen wieder aufbringt. Wir haben auch Jupiter und Mars in den Zwillingen, wo es richtig gut hergehen kann. Also auch in der Kommunikation, im sich Wissen aneignen. Aber auch, dass man sehr ehrgeizig ist und vorankommen möchte, ja. Solange man das nicht übertreibt und eben auch Ruhe bewahrt, und da bist du ja auch als Erdenergie prädestiniert, ist das soweit okay, ja. Man sollte sich selbst und andere nicht immer ständig überfordern und über die Grenzen hinausgehen. Dann ist alles gut. Wir haben ja auch mit Sonne und Mars die Energie, dass man gut vorankommt. Also Sonne in Löwe und Mars in Zwillinge. Das läuft schon. Aber eben keine Wunder erwarten oder wie gesagt irgendwas erzwingen wollen, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Wir schauen uns an, was wir heute an diesem Mittwoch für den Steinbock haben. Das läuft. Ne? Mit dem Krebswagen ist man in der Spur. Man ist vielleicht etwas zurückhaltender oder überlegt. Man unterhält sich mit anderen. Ich denke, das ist auch gut so, dass man Erfahrungswerte austauscht, sich mit anderen einigt, vielleicht auch neue Wege sucht. Ja, das ist ja auch ein Stück weit Veränderung, dass man es vielleicht ein bisschen angenehmer gestalten möchte. Ne? Vielleicht trifft man auch nicht schnell Entscheidungen, sondern hört sich auch mal Vorschläge von anderen an. Das ist also auch in ruhigere Gewässer schippern, ausgewogenes Geben und Nehmen. Also ich denke, du bist derzeit sehr zufrieden. Und kommst auch, wie gesagt, mit der Energie gut klar. Da ist auch sehr viel Gefühl drin. Ich glaube, dass dir das auch wichtig ist. Das haben wir ja in der letzten Zeit so gesehen. Und das solltest du ruhig auch weiter fördern. Achte gut auf dich. Kümmere dich darum, dass es dir weiterhin gut geht, dass du eben auch dich nicht permanent überarbeitest. Es gibt noch ein paar andere, die das gerne mal tun. Aber es ist wichtig, dass du eben auch auf deine Gesundheit seelisch wie körperlich Acht gibst. Und auch darauf, wie zufrieden du mit deinem Leben und mit dem, was sich daraus ergibt, bist. Und das ist sehr schön zu sehen, dass das alles ruhig, entspannt und in schönen Bahnen verläuft. Mach weiter so. Wir sehen uns morgen wieder. Ein
herzliches Willkommen, mein lieber Wassermann. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Sonne, Merkur und Venus weiterhin im Löwen. Sehr stolz, sehr temperamentvoll, sehr leidenschaftlich natürlich auch, sehr durchsetzungsstark, ja. Und auch sehr eigenwillig, kann man so sagen. Ist also auch dem Wassermann ein Stück weit ähnlich. Mit dem Mond in den Fischen wird es ein bisschen sensitiver, einfühlsamer als gestern vor allen Dingen. Ja, ich hoffe, das hast du auch gut überstanden. Und wir haben da auch natürlich miteinander eine sehr schöne Energie. Auch gerade in der Kommunikation mit Jupiter und Mars in Zwillinge, da bist du natürlich als Luftzeichen gut bedient. Also du bist auch ehrgeizig, du möchtest auch hoch hinaus, du möchtest auch viel erreichen. Aber du möchtest dich natürlich auch nicht verzetteln. Also zu viel aufladen und dann nicht alles schaffen können und vielleicht gar nichts fertig bringen. Das wäre eine ganz schlechte Einstellung, ne? Du hast den Pluto im Wassermann rückläufig. Macht- und Ohnmacht-Themen können auch bei dir derzeit immer mal wieder aufkommen. Gestern war es halt so ein bisschen kritisch. Du hattest die Kartenlegung, ich sag mal, sehr positiv. Ich hoffe, das hat auch gewirkt, hat dir geholfen. Wir schauen jetzt, wie es heute aussieht. Heute haben wir auch weiterhin zwischen Mars und Sonne eine gute Verbindung. Man kommt gut voran, also mit Sonne in Löwe und Mars in Zwillinge. Aber man soll eben halt nicht übertreiben. Da muss man auch selbst ein Stück weit für sorgen, dass man nicht übers Ziel hinausschießt, ja. Und mit Neptun und Saturn in den Fischen rückläufig achtet man eben nicht nur auf seine Mitmenschen, sondern auch, wie es einem selber geht, wie man sich fühlt, wo man sich glücklicher oder zufriedener fühlt und wo man dann auch merkt, das ist mir jetzt echt ein bisschen zu viel. Und das ist wichtig, das auch wahrzunehmen und dann auch was da zu unternehmen. Ja, der Uranus ist im Stier, aber da hast du leider keinen Einfluss drauf. So, wir haben für dich das Ass der Kelche. Das ist nämlich auch wichtig, dass du auf dich achtest, dass du dich so akzeptierst, wie du bist, eben auch merkst, wo deine Schwächen, deine Stärken liegen, aber eben auch, wo deine gesundheitlichen und körperlichen Grenzen oder auch seelischen Grenzen liegen. Da ist die Intuition, das ist sehr, sehr gut. Das bedeutet, dein Bauchgefühl leitet dich, gibt dir eben auch einen Hinweis darauf, was gut ist, was nicht gut ist, was sich gut anfühlt und wo du sagst, nee, das lasse ich mal lieber. Mit dem Mond bist du auch sehr gefühlvoll, ja, du bist sehr sensitiv, einfühlsam, auch in Bezug natürlich auf dich selbst. Die können im Gefühlsbereich ein paar Dinge klar werden, die vielleicht im Vorfeld noch nicht so klar waren, ja. Du kümmerst dich darum, dass es dir besser geht und da werden so ein paar Dinge vielleicht offenbart, wo du auch selber noch was tun kannst. Dann solltest du das auch tun, denn wir haben hier die 5 der Kelche. Es bedeutet, dass du merkst jetzt, dass du bei ein paar Sachen vielleicht, ja, sagen wir mal, nicht optimal reagiert hast. Vielleicht auch selber vielleicht zu hohe Erwartungen hattest oder auch Geschirr zerdeppert hast. Wir haben ja hier die 3 umgefallenen Kelche. Da kannst du jetzt im Nachhinein nichts mehr dran ändern, aber du kannst mit den 2 der Kelche natürlich mit deinen jetzt gegebenen Gaben das aufnehmen, was du möchtest, was dir wichtig ist, wo du sagst, das brauche ich für mein Wohlbefinden, das muss ich aufarbeiten. Wir haben zum Beispiel auch ab 5. August den Merkur rückläufig. Da kann man zum Beispiel auch wieder Dinge aufgreifen. Das heißt, du musst das nicht heute oder morgen machen. Du kannst dir das in Ruhe überlegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder. Ein herzliches Willkommen, liebe Fische. Wir sind heute bei Mittwoch, 24. Juli 2024. Ich hoffe, du hast den gestrigen Tag gut überstanden. Wir haben auch weiterhin die Sonne, die Venus und den Merkur im Löwen. Temperament, Leidenschaft, Stolz und auch ein großes, großes Ego, aber auch Wohlwollen und gute Energien, Stärke, Führungsqualitäten. Der Mond ist in deinem Zeichen, fühlt sich wahrscheinlich auch gut an. Man fühlt sich gut aufgehoben oder gut beschützt auch von der Löwe-Energie. Wir haben Neptun, Saturn in den Fischen. Sensitivität, Einfühlungsvermögen, nicht nur deinen Mitmenschen gegenüber, sondern auch dir selbst, ja, dass du eben auch schaust, was brauche ich, was will ich, wie kann ich das erreichen und was kann ich dafür tun. Natürlich haben wir auch weiterhin den rückläufigen Pluto im Wassermann, der immer mal wieder piesackt mit Macht- und Ohnmacht-Themen, ja, und auch, ja, die Zwillinge-Energie ist nicht immer
angenehm, ja, weil es vielleicht zu viel werden kann. Wir haben Jupiter und Mars in Zwillinge, da kann richtig was los sein, das kann dich bisweilen auch stressen. Aber da bist du ja auch dazu aufgefordert, selber dafür zu sorgen, dass du dann eben auch Ruhe hast oder Zeit hast zum Nachdenken zum Beispiel. Uranus im Stier hilft dir dabei. Ja, der hilft dir, kleine Feinjustierungen vorzunehmen, die dir helfen, da vielleicht auch eine gute Situation herzustellen, wo du dann eben nicht so überfordert bist oder dich das nicht so stresst mit dieser Kommunikation, ja, oder dem Wissen sich anzueignen. Ja, ich denke auch mit Mars und Sonne kommst du gut zurecht. Da läuft ja einiges jetzt auch. Man kommt gut voran. Man darf sich nur nicht so über ehrgeizig auf Dinge stürzen oder sich zu viel von etwas versprechen oder versprechen lassen. Ja, dass man eben immer auch so ein bisschen geerdet bleibt, auch wenn da nicht viel Erdenergie gerade da ist. Wir schauen uns das jetzt mal an, wie das heute für die Fische aussieht. Ritter der Schwerter, da ist schon so eine Woge, wo schnell irgendwas passieren kann, ja. Das kann eine Veränderung sein, es kann natürlich auch eigenes kopfloses Handeln sein. Wir haben die Arbeit, das kann im Job sein. Und wir haben die Gesellschaft oder Geselligkeit. Also es kann, ich denke, es kommt eher durch das Außen, dass da so ein bisschen der Laden aufgemischt wird, der Job oder so, dass dann ein bisschen Hektik und Panik verbreitet wird, weil schnell, schnell, schnell und müssen wir noch machen und dies und das. Kann durchaus sein, aber du hast ja, du bist da nicht alleine, da sind noch ein paar andere Leute. Und mit den 7 der Stäbe, ja, solltest du auch so, sozusagen so ein bisschen deinen Freiraum verteidigen, ja. Dich nicht so vor den Karren spannen lassen, das passiert manchmal schon, weil du sehr freundlich entgegenkommt und hilfsbereit bist, kann das passieren. Aber so ein bisschen auch mal Nein sagen und so ist schon nicht schlecht. Oder sie eben auch so eine gewisse Distanz wahren, um nicht immer so, ich sag mal, die Kohlen für andere aus dem Feuer zu holen. Oder auch, kann natürlich auch sein, für Ruhe zu sorgen. So ein bisschen den Frieden wiederherstellen, Freundlichkeit wiederherstellen. Ne? Sich nicht so von dieser Panik oder diesem Stress anstecken zu lassen. Aber das ist situationsabhängig. Und ich hoffe, dass du da auch eine gewisse Stärke und ja, auch eine gewisse Gegenwehr hast. Ne? Also, dass du dich da nicht durcheinander bringen lässt. Aber mit den 8 der Münzen bist du bei dem, was du tust, sehr geerdet, sehr pragmatisch. Ja, das ist mehr im Außen hier. Und hier ist eben so ein bisschen auch die Verteidigung des Schutzraumes für dich. Also, viel Erfolg dabei, gutes Gelingen und wir sehen uns morgen wieder.